Okay, benutze das Herz, um die Rune in der Nähe von... Wo ist das Herz? Da. Ach du Scheiße. Knochenartefakt? Knochenartefakte verleihen dir kleine übernatürliche Vorteile. Du findest sie, indem du ihren Liedern lauschst. Du kannst im Bereich Knochenartefakte im Tagebuch normalerweise bis zu 3 Knochenartefakte gleichzeitig aktiviert haben. Okay, mystisches Artefakt. Noch ein Artefakt, noch ein Artefakt. Alter, hier geht's voll ab. Was ist denn hier los? Da ist eine Rune. Okay. Jetzt noch was zum... Alter, ist das wieder viel Text. Ey, du Okuyambo. Okay, Auszug aus dem Gerede einer Stadtbewohnerin. Natürlich werde ich es dir sagen, mein Schatz. Ich habe vor dir doch keine Geheimnisse. Alle trüben Tage meines Lebens sind wie die Fenster eines Hauses. Von der Küche kann ich in den Garten blicken, wo Blätter und Strünke braun und von Ungeziefer zerfressen sind. Ein kleiner Erdhaufen markiert den Ort, an dem jemand in eine Decke gewickelt, und zur Ruhe gebettet wurde, bei den wild wuchernden Weinranken. Der Vorderraum geht zur Straße hinaus, wo die Nachbarn ihre Häuser anzünden und sich im Inneren verbarrikadieren. Warm und gemütlich, mein Herzblatt. Vergiss auch das Schlafzimmer nicht. Von da aus blickt man in eine elende Hintergasse, wo Strolche einem alten Mann übel mitspielen. Die ersten beiden schlagen ihn mit ihren Stöcken. Das Mädchen, das bei ihnen ist, tritt ihm danach in die Rippen. Hätte ich nur ihre Knochen, könnte ich sie... Könnte ich sie nur in einem Topf kochen. What the fuck? Niemand lebt mehr in meinem Haus, mein Schatz. Niemand, den du treffen wollen würdest. Als ich dort mit meinem Mann lebte, waren wir wirklich gestandene Leute. Vera Moray, sagten die Leute. Euer Haus ist so groß wie das der Boyles. Noch besser. Eure Abendessen sind üppig und eure Feiern sind die besten. Als der junge Sokolov kam, um mein Porträt zu malen, stand ich... noch in voller Blüte, hell leuchtend, sagte er. Gerade erst zu einem Mann erwachsen, so jung, Bildnisse der besten Person im ganzen Land malend. Ich war der Einzige, mein Schatz, deren Haut feucht von Farbe war, auf der Leinwand glänzend für eine schöne Summe. Labert der da für einen Schwachsinn? Aber das Leben bestand aus mehr als nur Gemälden und Feiern. Mein Mann und ich waren nicht immer daheim. Nein, wir reisten zusammen, er und ich, bis ans Ende der Inseln, sogar darüber hinaus, zu den roten Klippen von Pandisien, um uns in den Fels zu graben und durch die Höhlen zu kriechen, Kerzen in den Händen an die Wände gepresst. Wir entdeckten viele kostbare Dinge, aber nichts war so kostbar wie der Junge mit den schwarzen Augen, mein Herzblatt. All diese Symbole und Knochen... so tief eingeritzt und so hell poliert. Boah, ist das viel Text, Mann. Ich brachte die alten Knochen mit nach Hause, versteckte sie vor meinem geliebten Mann. Dann lernte ich sie zu kochen und selbst zu schnitzen. Daraus lassen sich so schöne Geschenke machen, mein Schatz. Der kleine stumme Junge nahm sie mit nach Hause. Er liebte sie so sehr. Immer wieder kam er mit neuen Knochen zu mir. Ich hielt sie so hoch, dass sie sich in meinen Augen spiegelten, auch wenn er nichts sagen konnte. Lumpengräfin, sagten seine Augen sagen, schnitze diese Knochen für mich, mach mir noch ein Geschenk. Und er machte sich so weit, bis zum Dunwall Tower und diente als kaiserlicher Scharfrichter. Mein kleiner strammer Junge und sein glänzendes Schwert. Bessere Knochen waren alles, was ich brauche, weißt du? Bessere Knochen, um sie zu schnitzen, zu schleifen, zu polieren und dann zum Leuchten zu bringen. Mein lieber alter Mann war immer müde. Ich machte ihm Suppe, doch dann wurde er krank. Bessere Knochen, natürlich. Für meinen kleinen, stummen Jungen schnitzte den Namen des einen mit dem schwarzen Auge. Mein Gott, was ein Satz. Für meinen kleinen stummen Jungen schnitzte den Namen des einen mit den schwarzen Augen hinein. Und als mein Mann fort war, als Geburtstagsgeschenk verteilte, wollte ich dort nicht länger leben. Jetzt bin ich alt und habe nicht mehr viele, denen ich Geschenke geben kann. Der Lumpengräfin bleibt durch den Unrat zu wühlen und die kleinen Vögelchen zu füttern, die sich zu meinen Füßen sammeln.
Niemand will mehr einen Tee trinken, mein Schatz. Besonders nicht diese Lümmel von Bottle Street. Slackjaw und seine Jungs immer dabei, sich die Dinge einer alten Frau einzumischen. Mein Gott, was sind das für Sätze? Am Ende werden wir bei ihm sein. Du und ich in der düsteren Nacht, Sterne über und unter uns. Und mit den schwarzen Augen immer bei uns, mein Schatz. Und der mit den schwarzen Augen immer bei uns, mein Schatz. Okay. Tagebuch der Lumpengräfin. Spannend. Okay, hier sind noch mehr Knochenartefakte. Wir cashen die mal alle ein. Oh, es ist so viel zu lesen. Ich will nie mehr lesen. Noch ein mystisches Fischartefakt. Oh, es ist immer noch so viel zu lesen. Okay, komm, wisst ihr, also ganz ehrlich, wenn ihr das jetzt lesen wollt, dann ich scroll euch das jetzt einmal durch und dann könnt ihr euch das reinziehen. Das ist mir jetzt eindeutig zu viel Text. Also tut mir leid, aber das dauert ja Ewigkeiten. Also wer das lesen möchte, der darf bitte jetzt hier jeweils an den richtigen Stellen Stopp machen. Ich zeige euch das natürlich gerne, aber ich sag mal ganz ehrlich, das ist jetzt einfach zu viel zu lesen. Da habe ich jetzt einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Lust drauf, das zu lesen. Ich zeige es euch, ihr könnt es euch selbst durchlesen, wenn ihr wollt. Aber das ist mir jetzt zu anstrengend. Ihr wisst selber, ich lesen. Jeder, der mich hier schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß es. Lesen ist einfach eine Katastrophe für mich. Leute, und nochmal was zum Lesen. Okay, guck mal, wie viel Text das einfach ist, Mann. Also Lesen ist der Feind für mich. Jeder wird es wissen, der hier schon ein bisschen länger dabei ist. Seit Skyrim spätestens ist das kein Geheimnis mehr. Ach ja, Freunde. Und ich habe mich wirklich angestrengt, hier viel, viel zu lesen. Aber jetzt irgendwo muss gut sein. Also das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, das 90. Buch, was wir hier uns angucken. Heilkräuter, okay. Wo geht's hier noch hin? Da unten soll irgendwo eine Rune noch sein. Warte mal, was ist denn eigentlich mit den Knochenartefakten? Hier, Knochenartefakte. Ah, ich kann Knochenartefakte aktivieren. Okay, lass mal lesen. Was haben wir denn hier? Du gewinnst Schwertduelle häufiger? Klingt schon mal gut. Feuerfest, weil da ist Schaden, weniger Schaden durch Explosionen, zerschossene Whiskyflaschen explodieren, Rabe. Ne, schnelles Ausweichen. Okay, das ist gut. Wasserratte, du kannst schneller schwimmen. Gute Lungen, ja, das ist glaube ich auch wichtig. Den Schlüssel schaust, das Geräusch von zerbrechendem Glas wird gedämpft. Durch den Verzehr weißer Ratten erhältst du Mana zurück. Freund der weißen Ratten. Weiße Ratten greifen dich nicht an, okay. Und Kanal des Nichts. Effekte von Kräften werden leicht verstärkt, das ist gut. Also wir können im Moment noch mehr machen. Sanfte Berührung, das ist, können wir von mir aus aktivieren. Feuerfest ist gut. Schneller schwimmen schadet auch nicht und den Freund der weißen Ratten machen wir noch. 7 aktive Kräfte haben wir jetzt, das ist gut. Guck mal, hier ist eine Tür ins Nichts. Ja moin. Okay. Ja, dann gucken wir mal, dass wir die Rune irgendwie finden. Ne? Oh, wenn du das sagst, liebes Herz, dann wird das ja schon richtig sein. Okay, wir müssen uns hier einmal kurz irgendwie einen anderen Weg suchen. Hier scheint nicht gut zu sein. Bürger von Dunwall. Der alte Hafenbezirk wurde zur Evakuierungszone erklärt. Die Zahl der Weiner hat im Monat der Saat zugenommen. Daher hat der Lord Regent verfügt, dass die Seuchenbestimmungen auch im Monat des Regens Gültigkeit behalten. Bleiben Sie wachsam und loyal. Okay. Samuel ein Bett bereit machen? Wenn Sie wollen, aber er wird es nicht nutzen. Warum? Er sagt immer, er könne nicht mehr in normalen Betten schlafen. Sagt, er wäre zu lange in der Marine gewesen. Können Sie das glauben? Oh, der Holzhaufen dort draußen? Hier waren wir noch gar nicht, ne? Hier waren wir nämlich noch gar nicht. Alter, schon wieder so viel Text. Okay, hier, ich scroll euch das mal wieder durch, ne?
könnt ihr euch gerne dann einmal pausieren. Nochmal. Könnt euch auch einmal gerne pausieren. Das können wir lesen. Avelocs Tagebuch, erster Eintrag. Es ist einige Tage her, seit unsere Männer losgeschickt wurden, um Waffen für Corvo in der alten Kanalisation zu hinterlegen. Sie sind nicht zurückgekehrt, darum bleibt mir nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass sie die Pakete an ihren Bestimmungsort bringen konnten. Piero hat viel Zeit und Mittel darauf verwendet, diese Waffen herzustellen. Wenn ich einen Weg finden könnte, sie in größeren Mengen zu produzieren, wäre Dunwalls Marine die bei weitem größte Macht auf der ganzen Welt. Doch zurück zu Corvo. Wird es ihm gelingen, aus Coldridge auszubrechen? Und falls ja, wird er bis hierher kommen? Ich denke, seine Chancen stehen 1 zu 5. Das ist nicht so viel. Hier können wir mal was anhören. Corvo ist in guter Verfassung angekommen. Viel besser als erwartet. Schließlich war er im Gefängnis von Coldridge. Er scheint für uns arbeiten zu wollen und ist hochmotiviert. Er hat alles verloren. Wir werden sehen, wie er sich schlägt. Ich werde schauen, ob ich ihn persönlich testen kann. Na, mein Headset hat gerade einmal gemeckert, dass es Strom haben will. Müssen wir mal einmal kurz fixen, sonst geht's mir das gleich aus. So. Sehr gut. Alright. Haben wir hier noch. Nochmal Erzählungen eines Walfängers. Scroll ich einmal durch. Jeder, den es interessiert, der darf sich das natürlich sehr gerne durchlesen. Ne? Hallo Cecilia, dich kenne ich noch gar nicht. Versuchen Sie nicht, einen Flusskriecher zu töten oder sich ihm zu nähern. Alle Gegenstände, die bei solchen Versuchen gefunden werden, sind Eigentum der Regierung. Okay, hier waren wir auch noch nicht, ne? Alter, wie viel Bücher hier rumliegen. Das gibt es ja gar nicht, ey. Okay. Auszug aus einer längeren Novelle. Ich fand meinen Weg im flackernden Licht des erstrebenden Feuers und sah sie bei der Arbeit. Eine große Nadel huschte in ihrer Hand umher und floh und folgte genauen esoterischen Mustern, Knoten und Schlaufen der Schneiderkunst längst vergangener Tage. Während sie die Nadel führte, verkrampfte und schüttelte sich sein Körper und brachte den Holztisch zum Schwingen. Eine morbide Faszination zog mich näher zum Tisch, bis sie mir ihr ausdrucksloses Gesicht zuwandte, während sie mit der Nadel in seinem Fleisch innehielt. Mit vornehmer Stimme hob sie an: Du bist also die Geliebte, nehme ich an. Auch du warst treulos und jetzt ist deine Stunde gekommen, wiederhergestellt zu werden. What the actual fuck? Okay, das dürft ihr auch gerne einmal wieder lesen, wenn ihr möchtet. Nicht noch eine Münze, sehr gut. Okay, Badezuber ist hier. Moment, ich weiß, wo wir hier sind, ne? Hier ist doch... Ja klar. Okay, irgendwie muss ich da hinten rüber. Drüben muss nämlich irgendwo eine Rune liegen. Aber komme ich da denn auch wieder hierhin zurück? Ja, bestimmt. Ich kann ja schwimmen. Hopp. Die Rune ja schon haben auch, ne? Hey, Bro. Fang mal an zu schwimmen hier. Ja, da ist die Rune nämlich. Habe ich Damage gekriegt? Naja. Die Kräfte, die dir von den Runen verliehen werden, kannst du kreativ einsetzen, um Gegner zu besiegen oder dich durch die Umgebung zu bewegen. Teleportiere dich von einem Dach zum nächsten, beherrsche Ratten und Fische oder verlangsame die Zeit, bevor du es mit einer Überzahl an Gegnern aufnimmst. Ja, klar. Kann er jetzt Fische, die mich angegriffen haben, oder? Naja. Was haben wir denn da bekommen? Sprich mit Admiral Dings Kirchenbummens in der Bar. Also erstmal werden wir auch nochmal ein bisschen unsere, das ist eine erweiterte Gesundheitsanzeige. Das hätte ich gerne. Das ist gut. So, jetzt können wir nämlich hier die Nachtsicht haben wir drin. Den Teleporter hier mal auswählen. Mal gucken. Ich kriege hier echt Damage drin, ne, im Wasser. Warum?
irgendwelche Fische im Wasser, die mich angreifen, oder was ist hier los? Ja, wahrscheinlich, ne? Hier, kann ich hier rein? Nö. Okay. Ja, dann ist gut. Ja, das hat er irgendwie noch nicht so ganz kapiert, ne? So, hier möchte ich gern hin. Sehr gut. Alles klar, Admiral Havelock. Der ist jetzt unser nächster. Achso. Armbrust oder das hier. Ja, ich verstehe. Also entweder Kraft oder Armbrust einsetzen. Ich glaube, dann bin ich vielleicht aber doch eher für die Kraft. Gut, so, mein Lieber. Legen wir los. Zuerst einmal, ich weiß, Attentate sind ein schmutziges Geschäft. Aber manchmal müssen gute Männer schlechte Dinge tun, um die Welt zu retten. Unser Ziel steht fest. Wir wollen die Linie der Kaiserin wiederherstellen, Emily Caldwin finden und auf den Thron setzen. Um das zu erreichen, arbeiten wir im Verborgenen. Nehmen Sie auseinander, einen nach dem anderen. Heute okay. Abend stirbt Oberaufseher Campbell durch ihre Hand. Das wird nicht einfach. Er wird von seinen Aufsehern geschützt, eine Armee religiöser Fanatiker. Aber wenn es jemand schaffen kann, dann sie. Ihre Taten sind legendär. Campbell trägt ein Tagebuch mit sich. Wenn sie ihn erledigt haben, schnappen sie es sich. Wir glauben, es wird uns Emilys Aufenthaltsort verraten. Sie lebendig zu finden, ist unser oberstes Ziel. Das wäre alles. Verlieren Sie unser Ziel nicht aus den Augen und schlagen Sie zu. Wir zählen auf Sie. Na gut. Und noch was. Campbell hält einen ehemaligen Aufseher namens Martin gefangen. Er ist einer von uns. Wenn Sie ihn finden sollten, helfen Sie ihm, wo Sie nur können. Er ist ein Meister der Strategie und wurde bei der Arbeit für uns geschnappt. Es wäre gut, ihn wieder hier zu haben. Okay. Finde Emily. Und Gegenstände. Okay, da stand jetzt... Irgendwas stand da jetzt von wegen, wie ich... Alter, 2000 Münzen? What? Dann können wir nochmal zu Dings, zu dem Tennis hier gehen. Gut, dass Sie ausgeruht sind, Corvo. Das wird helfen. Hier zu ihm können wir nochmal gehen und nochmal Upgrades Corvo, holen, oder? Hast du vielleicht einen Augenblick Zeit? Nee, hab ich nicht. Ich will mit diesem Upgrade-Meister hier reden. Wo ist er denn? Da. Was kann ich für Sie tun? Du sollst mich upgraden. Okay, also, wir könnten nämlich... Alter, ich kann mal eben eine Rune kaufen! Ja, moin! Her damit! Verbesserung, was haben wir denn noch? Armbrustpräzision, Armbrustreichweite, das finde ich gut, das wollen wir haben. Kampfbetäubungsbolzen. 600, ne? Engminradius, Schwerthärtung, das glaube ich auch gut, das wollen wir auch haben. Und Maskenoptik 1 nehmen wir auch noch mit. Sehr gut. Maskenoptik 1. Das können wir nämlich mit Alt links ranzoomen. Ich glaube, das könnte. Jawohl. Okay, das ist hilfreich. Sehr gut. Irgendeiner wollte mit mir reden. Irgendeiner sagte, Corvo, hast du einen Moment? Wo ist denn du? Du bist das, ne? Wer bist denn du? Corvo. Hallo. Ich heiße Callista. Hallo Callista. Für Admiral Havelock. Entschuldige, dass ich frage, aber es ist wichtig. Ich vermute, Sie werden den Oberaufseher töten. Diesen elenden Wicht. Ich weiß, Sie haben Besseres zu tun, als mir zuzuhören. Doch mein Onkel, Jeff Kernow, dient immer noch als Hauptmann der Stadtwache. Mhm. Aber er ist ein guter Mann und mein einziger Verwandter. In unseren Kreisen erzählt man sich, dass Campbell soeben ein seltenes Gift erhalten hat. Und ich glaube, ich kenne den Grund. Mein Onkel ist nicht korrupt wie alle anderen. Und deswegen will Campbell ihn vergiften. Könnten Sie ihn beschützen? Das machten Sie doch. Vor Ihrer derzeitigen Beschäftigung. Als Attentäter. Okay, das heißt, ich muss jetzt versuchen, optional okay. Sorge dafür, dass... Oh Gott. Alter, what the man. Aufgaben. Finde Emily. Optional. Verschone Hauptmann... Sorge dafür, dass Hauptmann Kurnow seinen Besuch im Büro des Oberaufsehers überlebt. Okay, wie auch immer ich das machen soll. Okay. Ja, moin. Bereit? Sagen Sie Bescheid.
Ich bin bereit. Let's go. Gehen wir rein da, oder? Alles klar. Nix wie los. Kein leichtes Unterfangen. Früher konnte man den Clavering Boulevard hoch. Das ist nicht mehr so einfach. Die Hälfte der Stadt hat die Seuche geholt. Die andere kämpft um das, was übrig ist. Die Stadtwache kontrolliert noch immer die Hauptstraßen und sie hat diese Lichtwände aufgestellt. Wer da durchläuft, verbrennt sofort zu Asche. Ach du Scheiße, klingt ja super. Was nicht von der Stadtwache kontrolliert wird, gehört den Banden. Und dazwischen leben da noch richtig schräge Vögel, so wie die Luckengräfin. Man sagt, sie sind. Oh, die haben wir gefunden. Die hat einen lustigen Zettel da geschrieben. Ja, gucken wir doch mal, ne? Missionshinweis aktualisiert. Was haben wir denn da? Stadtwache kontrolliert den Clavering Boulevard jenseits der ersten Lichtwand. Die Bottle Street Gang herrscht über die Seitenstraßen des Boulevards. Die Lumpengräfin lebt in einer Wohnung am Ende. Okay. Überwinde die erste Lichtwand. Nutze die Bottle Street Gassen um die Lichtwände. Sprich mit der Lumpengräfin in ihrer Wohnung. Na klar. Okay. Ja, dann schauen wir uns mal um. Fast schon Mitternacht. Sei vorsichtig, verdammt. Behalte sie im Boot. Der Kanal ist schon verseucht genug. Alle anderen werden von der Seuche geplagt. Dich knocken wir erstmal aus, mein Lieber. Gut, das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal hier umgucken. Oh, was bist du denn für einer? Ich knock dich einfach raus. Ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber ich kann niemanden gebrauchen, der hier irgendwie Alarm schlägt. Tut mir leid, mein Lieber. Okay. Was überleben da? Hier ist Beute, gib her. Was? Rune oder Knochenartefakt in der Nähe? Moment. Genau hier. Und dann konnte ich das Herz nämlich ausrüsten. Da unten ist eine Rune. Hier sind so viele Sachen in der Nähe. What the fuck, man? Okay, Vöglein. Oh, what the fuck. Okay. Da oben ist vielleicht die Lumpengräfin, kann es sein? Die hat doch immer was von Vöglein erzählt. Wo ist sie denn? Unten vielleicht? Wenn ich ein Vöglein wäre, würde ich das essen wollen. Ja, das würde ich in der Tat. Hallo. Lobster? Ach du Scheiße. Mein geliebter Ehemann? Nee. Meine Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Hast du meine kleinen Vögelchen gesehen? Die lieben Kleinen müssen ohne ihre Lumpengräfin am Verhungern sein. Hier, Vögelchen. Hier. Du meine Güte. Schon wieder so viele Herren, die nach mir fragen. Aber nicht wie früher, nicht die Netten. Ich höre sie. Und sie sind auch nicht einmal sehr höflich. Lumpengräfin, lass uns rein. Na, irgendwann werden sie verschwinden, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Was für eine Plage. Hier ist der Schlüssel zur Haustür, Liebchen. Du kümmerst dich um diese Rüpel, nicht wahr? Ja, warum nicht? Ne?
ist nichts Schönes. Nur Müll. Müll, 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 Müll. Wirklich alles. Mach auf, Großmutter. Schau dir das an. Wer so aussieht, hat auf der Bottle Street nichts verloren. Diese Kluft muss teuer sein. Vielleicht schenke ich sie meiner Freundin. Alter, die wollen Beef. Alter, Moment, Moment. Oh, Moment, 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 wie heile ich mich eigentlich? Wo kann ich denn mal Heal einsetzen? Da er. Alter, what the fuck? Ja, der spuckt einfach Feuer, der Bruder. Okay, muss ich jetzt nochmal mit ihr reden? Vöglein sind heute traurig. Ich wusste, dass du mir mit diesen ungehobelten Rabauken helfen würdest. Mein tapferer Held. Hör zu, ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich. Oh mein Gott. Ich bekam es vom Outsider und jetzt gebe ich es dir. Nur zu, es ist oben. Auf der Kommode. Du wirst damit eine feine Figur schnitzen. Weißt du noch, wie wir früher tanzten? Unsere Feiern waren großartiger als die im Hause Boyle. Jeder wollte eine Einladung. Mhm. Oh nein, das ist nichts Schönes. Geburtstagsgeschenk, das ist eine Rune. Ja, ja. Erstmal einen rein healen hier nochmal. Und den ganz schön aufs Maul gekriegt. Ja, sicher, gefähr. Eins ich hoffe, dir gefällt das kleine Geschenk, das ich dir geholt eins habe. Eins von sieben das Runen das haben wir. Das ist das Mindeste, was ich dir für deine Hilfe geben kann. Ich kann diese Bottle Street Kinder nicht ausstehen. Rohlinge, jeder von ihnen. Faules Obst. Und dieser Slackjaw ist der schlimmste von allen. Da fällt mir ein, du kannst noch etwas für mich tun. Noch einen Gefallen. Und ich gebe dir noch ein Geschenk. Noch eine hübsche Rune aus den Knochen eines toten Wals geschnitzt. Schön. Du erinnerst dich an meinen Arzt, mein Lieber? Dr. Galvani. Was für ein schlauer Mann. Er hat alle möglichen Ratteninnereien und Krankheitserreger in seinem Labor. Wäre es nicht schade, wenn etwas davon in die Elixiervorräte der Bottle Street Gang gelangen würde? Verdient hätten sie's. Kümmere dich darum, Lieber. Ich finde noch ein Geschenk, so schön wie das erste. Galvani wohnt auf dem Clavering Boulevard. Jedenfalls früher. Das waren noch Zeiten. Und jetzt los. Meine kleinen Vögelchen haben Hunger. Meine Schätzchen. Auf jeden Fall sehr crazy, aber wenn ihr mich mit Runen ausstattet, ja. Sie sind scheu. Du musst gehen, sonst kommen sie nicht. Ich gehe ja schon, ist ja okay. Okay, also wir können jetzt hier einmal nochmal gucken, gibt es irgendwas zum... Ja, der hat was zum Looten. Was bist denn du für einer? Urne. Okay, hier ist nochmal was zum Essen. Glas. Betäubungsbolzen kann ich nicht mehr tragen. Okay, aber hier ist nochmal eine Mana-Flasche. Ja, dann gehen wir jetzt hier auch komplett looten, hätte ich mal vorgeschlagen. Also, wo sind wir denn hier? So, das ist die Eingangstür, ja klar. Okay, Moment, dann müssen wir einmal nochmal das Herz das ausrüsten hier gerade. Denn da unten muss noch eine Rune sein. Raus hier. Ich gehe ja schon. Ist ja okay. Ich will diese Runen noch haben. Sei vorsichtig, Corvo. Sie nennen sie Lumpengräfin. Mhm. Du würdest ihren wahren Namen oder den ihrer Familie nicht kennen. Aber ein Kaiser bettelte einst um ihre Hand, während reiche Jünglinge um ihre Gunst kämpften. Ich sah, wie sie sie prüfte, ihren Wert abschätzte, für nicht gut genug befand. Dann traf sie eine andere Entscheidung. Du bist unterwegs, um dich mit dem Oberaufseher zu treffen, dem Anführer eines großen Kultes, der mich von ganzem Herzen verachtet. Was wirst du tun, frage ich mich. Ja, das ist eine sehr gute Frage, was ich tun werde. Das, Die Lumpengräfin hat zu tun. Ja, ich gehe ja jetzt auch schon. Ist ja okay. So. Da ist noch irgendwo ein Knochenartefakt. So. Okay. Alles, wo müssen wir? Da hinten ist die Lichtwand. Die müssen wir halt auch erstmal überwinden, ne?
Also wir können entweder die Seitenstraße dazu benutzen. Ich will halt die Rune haben, ne? Also die Runen will ich auf jeden Fall haben. Knochenartefakte weiß ich noch nicht. Ach, das ist die Lichtwand wahrscheinlich, ne? Dass mein Dienst als Lordregent bis zum Ende des Monats der Ernte und möglicherweise darüber hinaus verlängert wurde. Außerdem sind in dieser Krisenzeit die Aufseher des Jedermannsordens weiter im Dienste des Staates und dazu berechtigt, die Ordnung immer und überall wiederherzustellen. Wir sind Oberaufseher Kempel für die uns eigennützige Alter, das sind drei, ne? Und ich hab da eine. Für drei Leute ist natürlich viel. Wer ist denn das? Das ist niemand. Niemand ist das. Ganz bestimmt niemand. Scheiße. Okay. Du kannst die Lichtwand auf verschiedenste Weise überwinden. Deaktiviere sie, indem du den Walöltank entfernst. Klettere auf die Kisten rechts. Wähle den Weg übers Dach. Finde einen anderen Weg, indem du die Straßen rechts runter folgst. Übernimm mit Beherrschung die Kontrolle über eine Ratte und nutze den. Was? Übernimm mit Beherrschung die Kontrolle über eine Ratte und benutze den kleinen Tunnel auf der linken Seite. Nochmal einen Abgang hier. Okay, bis jetzt bin ich erstmal noch safe, ne? Okay. Was wir jetzt mal versuchen können, ist, wir können die mal alle da sprengen, hätte ich mal vorgeschlagen. Ansonsten, wir können auch, ja genau, den Weg da übers Dach nehmen. Das wollen wir aber nicht. Was passiert denn, wenn ich jetzt diesen Walöltank nehme, mich mal hinsneake und den jetzt gleich mal da vor den Dötz werfe? Ja, und die Kranken werden eingesperrt und in den überschwemmten Bezirk verfrachtet. Aber von denen sehen gar nicht so krank aus. Kein Risiko. Wenn die auch nur etwas grün um die Nase aussehen, ab mit ihnen. Yeet. Ja moin, Digga. Wo haben wir uns noch abgetrenntes Körperteil? What? Ja, das ist doch genau das, was ich meine. So wollen wir das doch. Und hier soll irgendwo ein Knochenartefakt sein, ne? Wo denn? Da. Aber wie komme ich denn da hin? Da komme ich ja gar nicht hin. Okay. Ich hab's. Ich hab doch zwei Runen gekriegt. Ich kann doch Beherrschung skillen. Ja klar. Ich will Beherrschung skillen. In der zweiten Stufe kannst du Kontrolle über Menschen übernehmen. Okay, ich kann aber niemanden töten. Okay, Moment. Hier ist nämlich eine Ratte. Und jetzt nutzen wir nämlich mal hier die Beherrschung. Und jetzt gehört diese Ratte nämlich mir. Lalalalala. Und dann kann ich dieses. Okay, wie kann ich die Beherrschung jetzt wieder auflösen? Weil irgendwie muss ich ja an dieses Knochenartefakt kommen jetzt, ne? Lava. Ich kann mich damit einfach. Okay. Das ist ja so cool. Okay, hier ist wieder was zu lesen. Ne, für jeden, den das interessiert, der darf das natürlich gerne nutzen. Die Tasse tragen, okay, bla bla bla. Okay, aber muss ich dann die Cola jetzt, also. Ja, ja, Mana-Vorrat niedrig. Alles gut. Trinken wir mal nochmal einen Mana-Trank hier, ne? Okay. Also. So weit, so gut. Jetzt können wir nämlich den. Was
haben wir denn eigentlich noch so für Missionsziele? Nutze, überwinde die erste Lichtwand optional, nutze die Bottle Street Gassen, um die Lichtwände zu entgehen. Nimm das Erpressertagebuch an dich. Achso, ja klar, Logo. Brich in Dr. Galvins Wohnung im Clavering Boulevard ein. Kann man mir das zeigen, wo das ist? Oh, da hinten. Okay, das heißt, ich muss da durch. Ja. Okay, das heißt, wenn ich jetzt hier den Öltank entferne. Und das ist einfach mal kurz hier hinlege. Oh ja, moin! Ihr treibt auf mich hier die Brees? Alles, was du sagst, das interessiert mich im Feuchten. Ehrlich. Haben den Laden meines Onkels im Namen dieses Sieben-Gebote-Schwachsinns übernommen. Sei nicht dumm. Ich habe beobachtet, wie sie arbeiten. Sie sind diszipliniert. Diese Straßen gehören der Stadtwache. Und das bleibt auch so. Okay, wir müssen irgendwie da in dieses Büro rein. Moment, wir brauchen einmal den Teleportationsbruder hier. Das Öl in diesen Dingern ist viel zu schnell verbraucht. Warte, ich werde dich finden. Achso. Achso. Ich werde dich finden, du Hexenfisch. Davon ist noch einer. Ich werde dich finden. Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Da bist du ja. Das ist nicht so gut. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Boah, das erfordert schon. Konzentration, ne? Das erfordert schon Konzentration hier. Achtung, Bürger von Dunwall. Folgende Geschäfte wurden aufgrund von solchen Erregern geschlossen und vom Staat beschlagnahmt. Barrows Barbershop and Surgery. Okay, also wir werden jetzt mal ein bisschen mehr kommentieren. Ich versuche natürlich auch so sneaky wie möglich hier durchzugehen. Was anderes gehört. Nur eine Erkältung. Bist du dir sicher? Du weißt, dass wir dich untersuchen müssen. Und es gibt eine Untersuchungsgebühr. Zum großen Nichts mit der Bottle Street und zum großen Nichts mit euch. So willst du wirklich nicht mit uns reden. Die Bottle Street verlangt nun mal ihren Teil. Also greif in die Taschen, rück das Geld raus. Genau, die Untersuchungsgebühr. Kann man nicht ändern. So laufen die Dinge auf der Bottle Street. Oh, weg mit dir. Ich bin gefangen. Ja, moin, Bruder. Okay, also das ist schon sehr cool, dass man sich so hinter die teleportieren kann. Das ist schon an vielen Stellen absolut GG. Sie haben was gut. Ich will nichts über die Maske wissen. Würde auch nicht wollen, dass man mich bei einer Aktion wie eben erkennt. Wissen Sie was? Ich revanchiere mich. Schauen Sie bei Griff's Shop vorbei. Das ist mein Geschäft. Na, jedenfalls war es das einmal. Jetzt muss ich die Dinge von hier und da zusammenkratzen, während die Stadt zugrunde geht. Ja, wenn Sie so, etwas brauchen, verstehe. Verkaufe ich Ihnen gerne etwas. Ja, sehr gerne. Das, vielleicht ist die Seuche eines Tages verschwunden und alles wird wie früher. Aber bis dahin heißt das Plündern. Okay. Wollen Sie sich mal ansehen, was ich gefunden habe? Ja, sehr gerne. Preise, versprochen. Zeig mal her, was hast du denn da? Zeig mal, was hast du denn so? Vergrößerungslinse, Bauplan. Oh, das ist schön. Ja, gib mal her, das Dingen.
Und noch ein Bauplan, ne? Bolzen, da haben wir glaube ich 10 Stück. Also ich könnte noch mal einen Healpot kaufen, aber ich kaufe glaube ich lieber das da. Ja, nehmen wir das. Na ja, gut. Ja, das essen wir. Bitte essen wir. Hier noch Münzen, sehr gut. Ja, wir helfen natürlich immer gerne, ne? Aber, also das hier scheint Bottle Street Gang-Gebiet zu sein. Oh mein Gott, da oben ist Knorn-Artefakt. Ihn dahin. Okay, das ist natürlich, da ist mal eine Rune. Okay, zuerst müssen wir auch gleich in dieses Büro rein, ne? Auch wichtig. Wo bist denn du? Ach, gibt's was Bestimmtes? Ja, okay, jetzt ich kann bei ihm jetzt bis die ganze Zeit. Ja, bis zum nächsten Mal. Also ich kann. Oh, warte mal, sind hier Bolzen? Bolzen! Na klar, gib her die Bolzen. Die take ich doch mit Handkuss. Hm, was ist hier noch? Kann ich hier rein? Kann derzeit nicht geöffnet werden. Also Tür der Wohnung des Kunsthändlers. Ach so, viele Wege führen zum Ziel. Das ist der Weg, den ich hätte gehen können. Hier rum. Ja, das ist hier die Bottle Street Geschichte. Ich verstehe. Aber nicht, ne? Hier war das Haus von der Lumpengräfin. Aha, jetzt haben wir es doch. Ja, so alle, am Ende kommt alles wieder zusammen. Was haben wir hier? Betäubungsbolzen, die habe ich tatsächlich voll. Mana, Heilkräuter. Viele Betäubungsbolzen hier, ne? So, Old Dunwall Whiskey. Nee, da wollen wir, glaube ich, da wollen wir noch gar nicht hin. Wir wollen erstmal hier auf der, wir müssen ja noch in das Büro da von dem einbrechen, ne? Na klar. Und da oben ist noch ein Knochenartefakt, das ich gern hätte. Ups. Warte mal, das kann ich auch noch aufmachen, ne? Ist da was drin? Nein. Kann ich den wieder schließen? Ja, kann ich auch wieder schließen. Moment, jetzt bin ich jetzt in dem Mülleimer drin. Ups, also war das eigentlich nicht gedacht. Der kann sich bestimmt verstecken. In so einem Mülleimer. So, wie sieht das hier aus? Erstmal alles safe, ne? Erstmal alles safe. Aber wie komme ich zu diesem Knochenartefakt? Ist auf der anderen Seite der Lichtenwand hier? Hier dürfte ja nicht keine Gegner mehr sein. Ich glaube, ich müsste alle umgebracht haben. Okay, aber wie komme ich zu dem Knochenartefakt? Ich bin hier ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Irgendwo eine Tür, die ich nicht sehe? Oh, wait, what? Hier laufen noch Gegner rum. Moment mal. Da müssen wir mal einmal kurz die Teleportation mal wieder anschmeißen. Moment, wir machen mal einmal hier Nachtsicht sogar. Wo ist er denn hin? Hier, Betäubungsbolzen. Ding. Gute Nacht, mein Lieber. So, warte mal, das ist das Büro. Hier soll ich einbrechen, ne? Ja, da gehen wir jetzt rein. In das Büro. Ach du Scheiße, hier sind ja Leute drin. Oh, nicht gerade wenig. Okay. Erstmal wieder die Teleportation hier anmachen. Ah, diese beschissene verdammte Kacke. Mann, ich danke. So. Okay, ach, hier kann man auch drunter. What the fuck? Wie cool ist das denn? Man kann ja wirklich überall hin. Das ist ja so ein. Also bis jetzt gefällt mir das Spiel richtig, richtig gut.
irgendwelche von den großen Rattenrudeln gesehen? Psst. Ich kann ihn von hier doch bestimmt mit so einem Betäubungsbolzen auslocken, oder? Da ist sein Kollege. Und dich knocken wir auch aus. Jawohl. That's what I'm talking about. Okay, sehr gut. Jetzt können wir mal anfangen uns hier... Vielleicht sollten wir vorher immer mal durch die Schlüssellöcher gucken, bevor wir irgendwelche Räume invaden. Okay, hier kann man nochmal lesen. Also wer das lesen möchte, bitteschön. Ihr seid wie immer gern gehalten, das einmal lesen zu können. So, da ist nochmal Heal. Okay, also hier sind auf jeden Fall einige jetzt am Pennen, ne? Die haben wir schlafen gelegt. So. Also bis jetzt gefällt mir das Game richtig, richtig, richtig gut. Ich bin mal gespannt, was noch passiert. Nochmal Heal, auch gut. Was ist das? Führungsprotokoll. Ja, schön. Oh, da brauche ich einen Vorratskammerschlüssel für. Hier kann man einmal durch Schlüsselloch gucken. Sieht aber alles safe aus. Schlüsselloch. Okay, ich sehe keine Gegner. Achso, hier bin ich. Okay, dann haben wir da vorne noch eine Tür gehabt, ne? Schlüsselloch. Nix. Also hier sind nochmal Bolzen. Nehme ich natürlich gerne mit. Bolzen sind gut. Auch wenn wir versuchen, natürlich so wenig wie möglich zu töten. Hier ist nochmal was zum Lesen. Für jeden, der das möchte. Nochmal zwei Bolzen. Und was haben wir hier noch? Auch nochmal was zum Lesen, ne? Das dritte Gebot. Auszug aus einem Werk, das eins der sieben Gebote erläutert. Zäume die rastlosen Hände, die schnell zu Gehilfen des Outsiders werden. Frei von ehrbarer Arbeit eilen sie zu schäbigen Gewinnen, leerem Streben und Taten der Gewalt. Welchen Wert haben die Hände, die stehlen, töten und zerstören? Setze stattdessen deine Hände an den Pflug, die Gabel und den Spaten. Denn selbst die niederste Arbeit drückt die Muskeln wie einen Schwamm, der Unreinheiten aus dem Geist und Körper erlässt. Okay, schön. Okay, schön. Ja, hier müssen wir jetzt erstmal weiter gucken. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch was für die Vorratskammer, denke ich mal, ne? Wie sieht das denn hier oben aus? Moment, hast du den Türgriff zu Dr. Galvanis Labor? Ist da jemand? Nein, hier ist niemand. Hier ist niemand, absolut keiner. Bei den Augen des Outsiders langsam krieg ich Schiss. Ich sagte ihr doch, die Kinder nicht rauslassen. Ich sagte es ihr doch. Dich knock ich jetzt erstmal aus, mein Lieber. Die Dame muss leider auch jetzt gleich mal schlafen gelegt werden. Okay, die geht durch eine Tür, das ist schlecht. Okay, dann fangen wir erstmal oben an. Oh, da ist der Laborschlüssel, der ist wichtig. Den Ratteneingeweide, die brauchen wir. Die brauchen wir. Hier jemand drin? Nee, ne? Hier ist niemand drin. Das ist gut. Hallo?
Aha, eine Geheimtür. Na, da sieh mal einer an. Was ist hier noch? Wir gucken uns auf jeden Fall auch nochmal ausgiebig um. Die Seuche. Ach, guck mal, da können wir nochmal was lesen. Schön. Okay. Da steht nichts Interessantes drin. Hier kann man nochmal was lesen. Was? Ah, guck mal, nochmal ein Schlüssel. Eine infizierte Ratte unterscheidet sich von der gemeinen Ratte in ihrer Größe und der Rauigkeit ihres Fells und auch in ihrer Intelligenz, wobei diesbezügliche Experimente noch unvollständig sind. Korianders Tierleben beschreibt nur die gemeine Ratte. Das bedeutet, infizierte Ratten leben hier höchstens seit 5 bis 7 Jahren. Das war keine allmähliche Ansiedlung. Könnten sie absichtlich hierher gebracht worden sein? Vielleicht durch fremde Hand? Aha, okay. Hier ist nochmal was zum Lesen. Wer das möchte, darf das gerne tun. Eine Notiz dem Tagebuch hinzugefügt. Hier ist nochmal eine Toilette. Die darf auch nochmal gerne gelesen werden. Wer das möchte, darf das tun. Okay. Dann nehmen wir jetzt auf jeden Fall für die Dame nochmal die Ratteneingeweide mit. Das geheime Zimmer. Schön. Einmal die Ratteneingeweide eingesackt. Münze. Alter, hier liegen ordentlich Batzen. Und nochmal was zum Lesen. Wer das möchte, darf das tun. Mode öffnen. Alter, ist nochmal Mana drin, ne? Geil. Mana nehmen wir. Mana brauchen wir auch ganz dringend. Okay. Wir sind hier aber noch nicht fertig. Hier gibt es mit Sicherheit noch mehr. Hier ist mit Sicherheit noch mehr zu finden. Huch. Was geht denn bei dir ab? Hätte auch mit der sprechen können, ne? Okay, wo sind wir denn hier gelandet? Alter, ist nochmal Mana. Ja, gib her. Mana ist immer gut. Gib nochmal Mana her. Huch, hier ist ein Badezimmer. Unser Badewanne trinken, what the fuck? Okay, ist auch nochmal so ein Forschungsraum, ne? Schon bald. Hä? Die Tür habe ich gar nicht gesehen. Spannend. Okay, das ist auch nochmal ein Raum zum Labor. Das habe ich gar nicht gesehen hier, die Tür. Na gut. Was ist denn da noch drin? Moment. Irgendwie, das muss ich dann aber hier kaputt machen, ne? Aber es macht wahrscheinlich Krach. Ja, scheiß auf die Minen. Scheiß auf die Minen, dafür muss ich hier wahrscheinlich Krach machen. Okay, wir haben noch diese Etage und hier rennt noch irgendwo eine Dienerin rum. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein. Irgendwo kann es sein. Oh, hier ist eine Kiste. Mana, gib mir mehr davon. Ja. Oh, guck mal, noch mal ein Tagebuch. Ich bin zu einer Abendveranstaltung im Haus Boyle eingeladen worden. Ich werde selbstverständlich nicht hingehen. Der 28. Tag des 7. Monats, des Monats des, der größten Kälte, der Tag, an dem ich Anton Sokolov an der Akademie begegnet bin. Warum sollte ich das Jubiläum des wichtigen Tages meines Lebens damit verschmutzen, die Stiefel der Aristokraten zu lecken? Ich habe keine Zeit für Dummköpfe. Ich werde das Rätsel der Seuche lösen. Vielleicht zelebriere ich den Tag mit einem Glas thyvianischen Rotweins. Das hört sich doch nach einem Plan an, ne? Taschenuhr. Nice. Was haben wir hier noch? Verfolgungsbolzen. Ah, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Die brauchen wir. Zwingend. Weil die sind gut. Damit können wir Leute aus Distanz quasi ausnocken. Das ist richtig, richtig gut. Wir müssen jetzt gleich zurück zu der Lumpenlady da, ne? Es sind voll viele Ratten in dem Haus. Hier ist ein Kamin, in dem ich mich verstecken kann. Ja, wahrscheinlich, um hier noch die Leute auszuschalten, die hier noch rumlaufen, ne? Ist das hier noch?
Noch ein Beutel. Okay, nochmal Münzen. Sehr gut. Glas. Aschenbecher. Okay. So, jetzt können wir hier nochmal durchs Schlüsselloch gucken. Ja, aber hier scheint auch alles safe zu sein. Ja, spannend. Karte. Mitnehmen. Was hier noch? Ah, da komme ich wieder raus. Ja, muss ich mal gucken, wo ich da hinkomme. Das ist... Mana ist wichtig. Mana lassen wir nicht liegen. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt einmal hier raus und gucken mal, was passiert, ne? Ah ja, wir gehen wieder raus. Und da müssen wir hier gleich mal langsam aber sicher, wie ich sehe, die Folge beenden. Und dann wohl, da soll ich hin? Warum soll ich denn da hin? Was ist denn da in dieser Distillerie? Vergifte das gefälschte Elixier der Bottle Street Gang mit der Seuche. Was sorge dafür, dass... Okay, überwinde die zweite Lichtwand. Knochenartefakt. Ich habe sogar noch mal was. Ich kann noch mal... Zähe Haut. Oh, deine Mac. Ach, guck mal. Ach so. Ich kann jetzt die Wasserratte theoretisch rausnehmen und die zähe Haut reinmachen. Da habe ich mehr Gesundheit. Okay, das ist geil. Also mit den Knochenartefakten ist auch sehr, 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 sehr cool. Ja. Okay, wir müssen jetzt allerdings nochmal zu der Dame am Anfang zurück. Zu dieser Lady Lumpen, wie auch immer. Ne? Zu der müssen wir jetzt erstmal nochmal einmal zurück. Und ich habe ja ihr, ich habe ja ihren, was sie da haben wollte, dieses, mein Gott. Hier, sag mal, flott. Da soll ich hin? Oder warum? Keine Ahnung, warum ich da hin soll. Ich habe auch hier die Tür auch freigeschaltet. So, wo ist er denn? Da unten ist er doch. Ja. Ja, jetzt entspann dich doch mal. Hast du dich um die Jungs gekümmert, wie ich dich bat? Ich wünschte, du würdest auch mal was für mich tun. Okay, wollte sie mir nicht noch eine Rune geben? Oh nein, das ist nichts Schönes. Nur Müll. Müll, 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 Müll. Aber sie wollte mir doch noch eine Rune geben, wenn ich dieses, Ach so, das muss ich erst machen, ne? Deswegen muss ich auch in diese Brauerei. Ach so. Ja, Freunde, das machen wir erst in der nächsten Folge. Das machen wir nicht jetzt, sondern erst beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Dishonored. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein.